Ich bin Richard Müller, Produktionsleiter hier bei Saxoprint am Standort Dresden, mitten im Herzen der Stadt. Hier arbeiten 500 Mitarbeiter am einen Standort für unsere Kunden. Ja, wir sind grundsätzlich ein Online-Drucker. Online ist ja der Vertriebsweg, den wir führen und versuchen, die große Menge an Jobs, die wir hier bewältigen, gut durch die Firma zu leiten. Das bedeutet, wir müssen Sammelformen bilden, viele Jobs auf Form bringen und die dann sehr lean durch die Produktion führen. Ja, und das versucht man täglich zu verbessern, um den Kunden in bester Qualität, in einer kurzen Lieferzeit und mit einem sehr guten Preis zu beliefern. Also unsere Website soll sehr einfach und klar aufgebaut sein. Der Kunde soll schnell zum Produkt kommen. Wir versuchen natürlich viele Fragen über die Website zu klären. Wir haben verschiedene Funktionen, um schnell zu klären, über einen Chatbot. Und es gibt jederzeit die Möglichkeit, Saxoprint anzurufen und den Kunden schnell zu beraten. Und das versuchen wir mit sehr wenig Wartezeit zu verbinden. Und es gibt auch für größere Kunden die Möglichkeit, eine persönliche Beratung zu haben mit einem festen Ansprechpartner. Das ist, denke ich, ein großer Erfolg, den wir haben im Vertrieb. Bei uns ist prinzipiell alles möglich. Also wir versuchen natürlich, den Standort über die Website abzubilden, zu kommunizieren, um unsere Produktion gut zu steuern. Es ist aber auch möglich, individuelle Anfragen zu stellen, wo wir uns mit einem kleinen Team speziell um die speziellen Anfragen kümmern. Und da ist alles möglich. Aber wir sind nicht alleine im Markt, versuchen aber die Punkte Lieferzeit, Qualität, Preis durch Technologie besser zu machen und dadurch Marktanteile zu gewinnen. Das ist, denke ich, unsere Aufgabe, die wir verfolgen. Technologie ist ganz wichtig, um unser Geschäft weiter zu skalieren. Ja, wir wollen mit der Technologie den Wachstumsschub, sage ich mal, befördern. Wir wollen es schaffen, dass wir pro Kopf einfach mehr Menge durchbekommen. Und deswegen ist das ein ganz wichtiges Puzzleteil für uns, die Technologie. Und ich glaube, man hat die letzten Jahre gesehen, wir haben sehr viel investiert und das werden wir auch weiter fortsetzen, weil wir an unser Geschäft glauben. Ja, Saxoprint ist, denke ich, Technologieführer im Markt, damit auch Kostenführer. Das versuchen wir täglich auszubauen. Wir versuchen, die Prozesse zu optimieren. Wir haben viele Innovationen. Das macht die Arbeit wahnsinnig spannend und das ist es wert, hier zu arbeiten, weil wir sind nicht die, die verwalten, sondern die, die aktiv gestalten. Der Markt ist milliardenschwer, vor Corona gewesen und der wird auch wieder dahin kommen. Ich glaube, der Online-Druck ist durch die Zugänglichkeit über das Internet vielen Leuten das anzubieten, einfach ein Wachstumsmarkt nach wie vor. Deswegen setzen wir auch auf die Karte und versuchen, das fortzusetzen. Ja, wir sind auch inzwischen wieder auf einem sehr guten Niveau angelangt. Wir freuen, dass wir die Zeit überstanden haben und blicken in die Zukunft und versuchen jetzt weiter das Wachstum mitzunehmen, was es im Markt gibt, aber auch das, was es gibt, weil wir unseren Job einfach gut machen. Ja, die Hardware ist wichtig in der Verfügbarkeit, in der Power der Umsetzung, aber es ist ganz wichtig, dass wir das Thema Prozess, die Intelligenz im Prozess haben und das kann man nur mit der Software steuern. Wir wollen auch, dass die Maschinen mit uns kommunizieren, dass wir jederzeit wissen und auch der Kunde weiß, was hier vor sich geht. Deswegen ist beides für uns immens wichtig. Das gehört zusammen, das kann man nicht mehr trennen und es wird für die Zukunft das Thema Software immer wichtiger. Es ist erstmal wichtig, Transparenz in den Prozess reinzubekommen. Man muss wissen, was der Kunde bestellt und wie ich es am besten produzieren kann. Da muss man wissen, ja, Punkt 1, wie gesagt, was der Kunde bestellt. Und man muss wissen, was die Lieferanten im Markt tun. Und dann muss man in seinem Kopf bestmöglich zusammenfügen, was das Beste für das Saxoprint-Portfolio ist. Und das versuchen wir zu entwickeln. Deswegen haben wir einen sehr guten Kontakt zu unseren Lieferanten und gucken unsere Kunden genau an, was sie tun. Sehr wichtig. Ich habe zwar gesagt, das sind Lieferanten, für uns sind es aber Partner. Wir konzentrieren uns eher auf wenigere, aber mit denen machen wir es sehr gut. Wir haben einen sehr transparenten Austausch, öffnen unsere Türen, sagen, was wir denken, was wir vorhaben, unsere Entwicklung, wohin die gehen, aber auch unsere Hauptlieferanten tun das. Und davon lebt die Partnerschaft und wir kommunizieren immer auf Augenhöhe und versuchen mit unseren Lieferanten das Bestmöglichste für den Kunden rauszuholen.
Also die Partnerschaft mit Horizon hat sich stark entwickelt. Wenn wir in das Jahr 2016 zurückgehen, stand hier noch keine Horizon-Maschine. Und dann haben wir die erste probiert, waren sehr zufrieden und haben uns mit, ja, mit offenen Augen alles angesehen. Und Horizon hat einen guten Job gemacht, hat uns gute Maschinen angeboten, die für ein bestimmtes Segment sehr gut sind. Das sind die Kleinauflagen, die bei uns in Größenordnung da sind. Und für uns ist immer wichtig, das für den Prozess das richtige Puzzleteil zu finden. Und gerade in den Kleinauflagen konnte das die Firma Horizon immer gut beweisen. Und deswegen sind mittlerweile neue Entscheidungen seit 2016 pro Horizon ausgefallen. Und ich denke, dass in Zukunft die eine oder andere dazukommen wird. Ich glaube, jeder kennt im Markt das A4-Format. Das ist sehr eine große Menge bestellt, aber man hat halt auch kleinere Formate bis hin runter zu A7 und Sonderformate. Und da, sage ich mal, kommt es stark darauf an, schnell zu rüsten. Und das ist das, wo sich Horizon stark darauf konzentriert. Und gerade für diese Jobs ist es wichtig, den schnellen Rüstvorgang zu haben, weil wir sehr variabel getaktet an die Maschinen reinkommen. Und das machen die mit Bravour. Und deswegen ist es genau für dieses Segment die optimale Maschine für uns. Wir wollen den Arbeitsplatz natürlich attraktiv gestalten für unsere Mitarbeiter. Wir haben viele junge Mitarbeiter, wir bilden stark aus hier in der Region Dresden und da wollen wir für Begeisterung sorgen und das kann man mit einer neuen Technologie sehr gut. Natürlich wollen wir auch die Ergonomie, sage ich mal, in den Fokus rücken. Ist ein wichtiger Punkt und es ist so, dass wir ja mit einer Mechanik immer ein, sage ich mal, Taktziel haben, was wir immer erreichen können. Und das ist wichtig für unseren Prozess. Deswegen ist ein Wachstum mit dem Faktor Technologie für uns ein ganz wichtiger Punkt. Wir rechnen im Vorfeld unsere Gedanken auf Blatt Papier theoretisch aus und es muss eine klare Return on Invest Rechnung dann ergeben. Das Geld muss wieder zurückkommen ins Unternehmen und das wird auch geprüft. Und wenn diese Prüfung negativ ausfallen sollte, dann hätten wir ein Problem. Ja, aber das ist nie der Fall gewesen bei Horizon und auch sonst wenig. Ja, ehrlicherweise muss man zugeben, dass, glaube ich, jede Entscheidung nach dem Schneiden in der Weiterverarbeitung seit 2016 für Horizon ausgefallen ist. Ich denke, das ist eine gute Grundlage, die Zusammenarbeit weiter fortzuführen. Es kommt natürlich ein bisschen auf den Markt drauf an. Ja, wir hoffen, dass wir weiterhin das Wachstum bekommen, was wir derzeit wieder spüren. Wenn dies da ist, dann denke ich, hat Horizon weiterhin eine sehr gute Chance, weitere Maschinen zu liefern. Thank you.